Adventszeit ist Weihnachtsmarktzeit. Dann ist in der Trierer Altstadt gewissermaßen die Hölle los. Denn alle Jahre wieder lockt der traditionelle Budenzauber Besucher aus ganz Europa an. Aber wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist, herrscht tote Hose in der City. Im Januar und Februar finden viele Trier zum Gähnen. Oberbürgermeister Klaus Jensen will das ändern und kündigt die Initiative Winterliches Trier an. Die Stadt Trier möchte gerne im Winter 2010-2011 insbesondere die sehr ruhigen Monate Januar und Februar in der Stadt beleben. Dazu werde ich zu Beginn des Jahres die Einzelhändler, Straßengemeinschaften, City-Initiative und so weiter bitten, Vorschläge vorzulegen. Wir wollen unbedingt auch das Thema Eisbahn für diesen Winter entsprechend platzieren und dafür Sorge tragen, dass eben im Januar, Februar in der Stadt mehr Leben ist, mehr passiert, attraktive Dinge passieren, die Menschen anlocken, die auch für die Trierer Bevölkerung sehr verlockend sind. Vor allem auf eine Eislaufbahn warten die Trierer schon. Potenzielle Standorte sind der Brunnenhof des Simeonstifts direkt an der Porta Nigra, aber auch der Kornmarkt oder der Hauptmarkt. Schon im kommenden Winter soll Trier City auch im Januar und Februar Einheimischen und Touristen viel mehr Spaß machen und das nicht nur zur Weihnachtsmarktzeit.